Liebe Schwestern und Brüder, schau doch nicht so grimmig. Das hat mir kürzlich ein Gemeindemitglied als Feedback auf meine Videoimpulse geschrieben. Natürlich denke ich mir, die Lage ist angespannt, eigentlich haben wir nichts zu lachen. Und trotzdem hat sie recht. Wir sind oft viel zu ernst. Und wir merken, wie doch ein Lächeln auch andere verändern kann. Denn ein Lächeln kommt immer irgendwie zurück. Deshalb möchte ich euch ermutigen, lächelt doch auch mal eure Mitmenschen an. Und die, die ihr gerade nicht besuchen könnt, die könnten auch was davon haben, indem ihr, die moderne Technik macht es ja möglich, mal ein Bild aufnehmt, wo ihr lächelt und ihnen das dann zukommen lasst. Und so kann ein Lächeln durch die Familien, ja, durch unsere Stadt, durch unser Land gehen. Ein Lächeln, das uns immer wieder deutlich macht, eigentlich haben wir Grund, froh zu sein. Denn gerade als Christen bauen wir doch nicht auf uns selbst, sondern auf Gott, der uns ins Leben gerufen hat, der uns mit seiner Liebe auf unserem Lebensweg begleitet. Wer das verstanden hat, der hat auch in den ernsten Situationen des Lebens immer ein Lächeln übrig. Für seine Mitmenschen und auch für sich selbst. Ich wünsche euch dieses Lächeln nicht nur im Gesicht, sondern auch dieses frohmachende Lächeln des Herzens. Und dazu segne, begleite und beschütze euch der gute, der liebende und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.